Da können wir mal drüber Hast reden. Hast du deine Medizin genommen? Ja. Nein, noch nicht. Ich will ja nicht nerven, aber du bist noch nicht über den Berg, Tracy. Kommst du überhaupt zum Arbeiten? Ich hab ja Walter. Der hält mir den Rücken frei. Ist er nicht sauer, wenn er alles für dich machen muss? Na, ich glaube, er ist ganz froh, wenn ich mal nicht da bin. Ach. Nein, nein. Alles gut mit... Ich meine, das hier. Das mit dir. Komm, mach doch mal das Ding aus. Ich bin süchtig. Nicht gerade ein Gegenargument. Na gut. Also, was darf ich bringen? Ich hab keinen Hunger. Du musst essen. Keine Widerrede. Müsli, Obst, Sandwich. Sandwich? Ja, ein Sandwich ist gut. Wie Sie wünschen, Madame. Gut, und das können wir jetzt hoffentlich... Alle vertragen sowohl Salz als auch Süßwasser, sagt die Cloud. Okay, dann habe ich nichts gesagt. Heute Abend rufe ich mal deine Eltern an, okay? Oh Gott. Es muss sein, Tracy. Ich helfe dir, das ins Reine zu bringen. Und außerdem wollte ich mich mal vorstellen. Du meinst es richtig ernst, oder? Natürlich meine ich es ernst. Voilà, Madame. Frühstück ist fertig. Komm. Das ist wirklich süß von dir. Moment, Moment. Da fehlt noch was. Musik. Oha, das wird aber feierlich. Ja, genau. Warte, ich suche was Schönes aus. Ja, also Schachtel. Die Systeminformationen für diesen Gegenstand wurden vorübergehend gesperrt von Nolan Richard. Musik machen wir wahrscheinlich dann hier. Ich will jetzt auch nicht selber spielen. Untersuchen, nee. Wo mache ich denn Musik? Da hinten vielleicht beim Smart Loft System. Klassik. Das bleibt mir nicht viel. Immer mal Klassik, komm. Ich hab's. Das ist jetzt genau das Richtige. Oh, ja. Das habe ich lang nicht gehört. So, alles Woher kennst du meinen Musikgeschmack? Warst du auf meiner MyLife-Seite? Nein, scheint so, als hätten wir denselben Geschmack. Lügner. Na hör mal, ich würde dich nie anlügen. Und was ist das? Gehört das auch zum Frühstück? Ich kann's ja mal aufmachen. Soll ich? Okay. Heiratsantrag machen, ja, das habe ich mir gerade schon gedacht. Sah schon so verdächtig nach einem Herzkästchen aus. Dann machen wir das doch mal. Richard, der ist wunderschön. Willst du meine Frau werden? ...2040. 5 Jahre später. Donnerstag, 14. Februar. Tracy, Liebes, wir haben schon alles. Hör auf, dich verrückt zu machen. Ich mach mich nicht verrückt, ich freue mich. Ich freue mich auch. Aber du sollst dich ausruhen. Ich bin 2 Wochen über Termin. Na eben, wenn du so weitermachst... Dann was? Dann geht's los, endlich. Ich könnte gut noch eine Nacht durchschlafen. Damit ist es jetzt vorbei. Jetzt brauche ich Schokolade. Schon unterwegs. Jetzt brauche ich Schokolade. Ja, dann hole ich dir Schokolade. Wo war das? Das war, was für ein Ding? Kostenvoranschlag. Reparatur Food Assembler. KNL 3000. Lieferung per Drohne. Voraussichtlich am 8.2. Geschätzte Kosten 305 WBC. Und hier liegt Schokolade, ganz zufällig. synthetische Nahrungsmittel. Inhaltsstoff zu 100% naturidentisch. Ach Mann. Was war das da für ein... Die Wehen. Ich komme ganz schnell mit Schokolade, die helfen ganz schnell. Ich bin schon... Das kommt mir alles so bekannt vor. Siehst du? Ich hab dir doch gleich gesagt. Ah, oh Gott, es geht los. Da! Die Fruchtblase? Ruf ein Cabin Car. Okay. Ganz ruhig. Das ist alles ganz normal. Hörst du? Ich bin ruhig. Ruf jetzt das Cabin Car. Ja, richtig.
Sofort. Und warum nicht den Krankenwagen? Oder irgendwas in der Richtung? Warum muss jetzt ein Cabin Car sein? Oder ist das so eins? Ich weiß es gar nicht. Ob das vielleicht in einem ist? Nee, wir fahren selber. Ist okay. Verdammt! Geht das nicht schneller? Was ist denn da los? Okay. Eine Fehlfunktion. Was zur Hölle? Bitte öffnen Sie die Tür. Erst wenn das Fahrzeug steht. Computer, halt sofort an! Sie können jetzt ausschalten. Ist das dein Ernst? Ja. Wir werden schneller! Fehlfunktion, die ganz gefährlich werden könnte. Das war dann wohl der Unfall. Wo sind wir? Wo ist Tracy? Das sind wohl die Sanitäter. Oh nein. Ernsthaft? Okay. Dieser Unfall. Das war mein Unfall. Was machst du da? John. Ich... Nichts. Ich war eingenickt. Du hast gemurmelt im Schlaf. Warst du die ganze Zeit hier? Brauchst du irgendwas? Nein. Na dann zurück ins Bett. Ich kann nicht schlafen. Augenblick. Ich komm gleich. Richard Nolan. Ich habe dir neue Daten hochgeladen. Hast du sie gefunden? Das ist kein guter Zeitpunkt. Ich bin gerade nicht allein. Du glaubst mir immer noch nicht, oder? Ich weiß auch nicht. Ich hatte Zweifel, aber dein Leben da unten mit Tracy, das ist etwas Gutes, etwas Wertvolles. Du hast mehr von Tracy gesehen? Du hast sie gerettet. Es fühlte sich echt an, verstehst du? Wahr. Ja, das verstehe ich. Ich muss darüber nachdenken. Ja, ich muss darüber nachdenken, das muss Kommst ich tatsächlich. Kommst du am Sonntag mit zur großen Enthüllung? Wenn deine Eltern es erlauben. Was genau ist die große Enthüllung? Sally, bei meinem Unfall, war da jemand mit mir im Auto? Sie waren allein im Auto, Mr. Newman. Nein, ich erinnere mich. Sie waren allein. So steht es im Bericht. Im Bericht? Ja. Übrigens, Sally, du kannst mich ruhig Adam nennen. Du gehörst ja jetzt zur Familie. Danke, das ist sehr freundlich, Adam. Adam hat Sally das Du angeboten. Roboterfamilie.
Weißt du, was der Governor in der Klinik wollte? Es tut mir leid. Arztbesuche sind vertraulich. Gut, wenigstens das ist in der Zukunft so. wo ist denn unser Sohn? Was ist das hier? Eine Notiz. Für John privat. Was hast du gemacht? Du warst so lange in deinem Zimmer. Nichts. Ich habe gearbeitet. Gute Nacht, John. Aber ich bin nicht müde. Mach einfach die Augen zu. Irgendwas stimmt mit dir nicht. Was meinst du? Warst du auf der anderen Seite? Nach dem Unfall? Warst du tot? John. Verdammt. Wer ruft da an? Niemand, den du kennst. Willst du nicht rangehen? Ich ruf gleich zurück. Entschuldige, was hattest du gefragt? Nichts. Gut, dann schlaf jetzt. Morgen früh geht es wieder zu Dr. Sykes. Adam, was geschieht mit mir, wenn ich alle Probleme gelöst habe? Die Gefahr besteht so schnell nicht, John. Mach jetzt einfach die Augen zu. Kannst du das Licht anlassen? Schlaflieder unbekannt, John ist eingeschlafen. So, Richard hat angerufen. Was ist mit dem Bett? Wir können uns hinlegen. Schon wieder eine Notiz. Er stellt am Dienstag um 6.23 Uhr. Gute Nacht, Adam. Erhol dich gut. Wie ist die Nanny? Ja, die Nanny ist eigentlich so ganz in Ordnung. So, hallo. Aber ich möchte nochmal ganz kurz, ich möchte nochmal anrufen. Richard. Hallo, Richard. Was war los? Ich konnte dich nicht erreichen. Der Unfall, von dem du... von dem sie erzählt haben... Ich glaube, ich habe ihn erlebt. Ja? Ich hatte so ein Gefühl, als ob, du erinnerst dich an etwas? Das wäre ja großartig. Aber dein Sohn, Richard, wie hat er das überstanden? Was meinst du? Tracy, es sah nicht so aus, als hätte das Kind überlebt. Bist du verrückt? Natürlich hat James überlebt. Okay. Es sah nur so aus, als ob... Mein Sohn lebt, Adam! Ja, es sah tatsächlich nicht gut aus. Muss ich ja zugeben. Den Gedanken hatte ich nämlich auch gerade. Als ich die da so im Auto liegen sah. Boah, das ist also... Es ist schwierig, das jetzt alles so direkt schon zu begreifen, zu verstehen. Die Richtung ist klar, aber... Ist eine sehr komplexe Story. Wirklich. Hinausschauen. Machen wir nochmal. Bevor wir uns dann schlafen legen. Weil das können wir tatsächlich tun und ich glaube, das werde ich tun auch. Huch. Was war das? Ich habe ein Glas zerbrochen. Das kommt vor. Nein, tut es nicht. Sollte es nicht. Kann es nicht. Scherben bringen Glück. Über die Holopinwand in deinem Arbeitszimmer. Können Sie zu Richard wechseln? Ja, das ist mir bekannt. Aber was hat die Sally denn hier gemacht? Alles gut, Sally? Etwas stimmt nicht mit mir. Keine Sorge. Druck einfach ein neues Glas. Heutzutage ist das so einfach. Okay. Food Assembler. Da kann aber kein Glas drucken, ne? Empfehlungen für die Arbeit. Humorcremesuppe mit Sherry. Thai-Kokosmilchsuppe mit Ingwer und Zitronengras. Eine einfache Nudelsuppe, wie John sie mag. Schön. Die Notiz kennen wir schon. Sofa, wo ist denn John? Gucken wir mal nach. Huch, gucken wir mal nach John. Was da passiert ist. Liegt er noch im Bett hier? Das ist offenbar der Fall. Er schläft noch. Gut, dann lassen wir ihn liegen. Er muss ja um 10 erst zum Arzt gehen. Und wir können hier mal Nachrichten anmachen vielleicht. Oder Musik. Machen wir mal Musik an. Nachrichten offenbar sind nicht möglich. Mit Henry können wir nochmal reden, oder? Untersuchen. Wird nächsten Montag. Ja, da muss ich dran denken tatsächlich.
Das könnte so ein Achievement sein oder irgendwas, keine Ahnung. Es wird uns immer wieder vorgegaukelt. Setz mich mal da hin. Darf ich mithören, Adam? Natürlich. Setz dich. Ich mag dieses Lied. Ich habe dieses sonderbare Gefühl. Was? Ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Wenn es um das zerbrochene Glas geht. Nein. Um mich. Ich funktioniere nicht. Sie werden mich löschen. Ich werde nicht einmal wissen, was ich getan habe. Niemand wird dich löschen, Sally. Das verspreche ich dir. Ich wiederhole mich, iRobot, ne? Also, schön. Das heißt, nicht schön. Also ich meine, man gewöhnt sich ja schon an solche Roboter auch irgendwie, aber trotzdem hat man eine gewisse Distanz. Also so geht es mir zumindest. Also ich weiß tatsächlich nicht, ob ich mir vorstellen könnte, ja, eigentlich ist ja ein Android oder so, ja, Mischung aus Roboter und Android, ich weiß gar nicht, wie man das benennt hier. Ich weiß nicht, ob ich mir das vorstellen kann, so jemand als Haushaltshilfe zu haben. Das weiß ich tatsächlich nicht. Was ich aber schon sehr interessant finde, Amazon Alexa zum Beispiel, finde ich eine sehr, sehr interessante Technologie. Das fand ich am Anfang auch unheimlich. Ich nutze es jetzt nicht exzessiv, muss ich sagen, aber so zum Musik hören oder was, ist das echt toll. Auch wenn Amazon dann natürlich weiß, was für Musik ich höre, dass man wieder bei Daten und so. Das ist ja ein Spion, den man sich ins Haus holt. Das sollte schon auch klar sein. Also ich hab's auch meistens ausgesteckt. Aber mal so zwischendurch einfach mal zu sagen, was man hören möchte, einen Radiosender anzumachen. Oder auch so alltägliche Dinge, wie das Wetter wird oder ja, Termine und irgendwas. Das ist schon ganz nett, muss ich sagen. Da gewöhnt man sich dran. Ob ich mich jetzt aber an sowas gewöhnen könnte, schwierig. Ich meine, Androiden gibt's ja schon, ne? Also es ist ja nicht so, dass es das heutzutage nicht gibt. Also Sophia heißt ja, glaube ich, so ein Android. Mit dem kann man sich ja schon unterhalten. Da kann man schon in Anführungszeichen normale Gespräche führen, ne? Also die Entwicklung geht wirklich auch dahin, dass man solche Roboter auch im alltäglichen Alltag dann hat und die einen dann unterstützen. Bin gespannt, was die Zukunft hier einem bringt. So, ich würde sagen, ja, was ich vielleicht noch dazu sagen sollte, wenn halt, wir erschaffen hier ja quasi eine Maschine, die auch ein Stück weit Bewusstsein hat, ne? Also diese Aussage, was jetzt hier kam, sie werden mich abschalten und ich weiß nicht mehr warum. Das ist ja auch ein Stück weit eigenständiges Denken. Also es ist nicht mehr nur so, dass es hier festgelegte Daten abfährt oder Algorithmen abfährt, sondern dass es hier ein Stück weit auch eine Intelligenz bildet, ne? Dass sich jetzt automatisch weiterentwickeln. Das könnte unter Umständen halt auch gefährlich werden. Wenn wir mal so weit kommen, dass ein Computer quasi sich selbst weiterentwickelt, das kann man tatsächlich nur schwer steuern. Gibt es heutzutage sicherlich auch schon in einzelnen Bereichen, wo einfach durch gewaltige Datenmengen der zugrunde liegende Algorithmus sich weiterentwickelt. Ich könnte mir das tatsächlich bei YouTube zum Beispiel, könnte ich mir vorstellen, dass das so ist. Ich weiß es nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass der YouTube-Algorithmus, also wie die Videos zum Beispiel gerankt werden und dergleichen, dass das tatsächlich sich selbst weiterentwickelt aufgrund der Daten, die so gesammelt werden auf der Plattform. Ist eine Vermutung. Ich weiß es aber nicht. So, ich gehe mal zur Holo-Pinwand und dann können wir auch schon wieder zum Richard wechseln. Ich benutze es mal, so. Ich gucke nochmal, ob wir hier noch was Neues haben. Genesungsverlauf, das kennen wir. Johns Entwicklung war auch schon da. Das kennen wir auch schon. Ne, kennen wir das schon? Ja doch, das kennen wir schon. Was ist das hier? Kennen wir auch schon. Richards Pinwand. Ist da irgendwas Neues? Ne. Ja, dann können wir den Charakter wechseln zu
Richard. Das soll man offenbar auch machen. Da wurde ja gerade diese Meldung angeblendet. Und bin gespannt, was mit Richard dann passieren wird. Ich mache hier, glaube ich, eine kleine Aufnahmepause. Das dürfte zeitlich wunderbar passen. Und ja, ich verabschiede mich an dieser Stelle einfach mal. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen bis hierhin. Und boah, ich bin echt angetan von diesem Spiel. Das hat so eine tolle Atmosphäre. Und wenn man sich hier umschaut, das wird einfach belohnt. Und sowas mag ich. Und ja, ich hoffe, ihr bleibt auch weiterhin dran bei diesem grandiosen Spiel. Also ich finde es wirklich toll. Und es regt sehr, sehr, sehr viel zum Denken auch an. Auch was die eigene Zukunft angeht, die Zukunft der Gesellschaft angeht. Ja, haben sie nicht zu viel versprochen, die Entwickler hier. Und ich hoffe, es wird noch eine Weile gehen, aber ich denke, das wird sich nicht so schnell aufklären, was hier passiert. So, lange Rede, kurzer Sinn. Ich wechsle noch kurz den Charakter. Und dann sehen wir uns im nächsten Video, in der nächsten Aufnahme wieder. Bis dahin, macht's gut.